So Leute, jetzt geht's dran, die Bremsflüssigkeit hier zu wechseln. Dazu müsst ihr hier einfach erst einmal dieses Teil öffnen. Wie man die Bremsflüssigkeit ohne Gerät wechselt, so ganz manuell mit einer Vakuumpumpe oder auch ohne Vakuumpumpe mit dem Pedal drücken, das seht ihr in den anderen Videos von mir. Ich werde sie euch mal verlinken. Und diesmal zeige ich euch, wie ich das wechseln werde mit Hilfe eines elektronischen Geräts, in dem hier oben drauf ein Aufsatz kommt und dann im Prinzip ungefähr 1,5 Bar Druck hier drauf gegeben wird mit frischer Bremsflüssigkeit und ich dann einfach nur an den Rädern entlüften muss. So sieht dieses Gerät letzten Endes aus. Hier gibt man einfach, was weiß ich, 1,5 Bar drauf. Dann ist, wie gesagt, in dieser Kammer der Druck drauf. Vorher befüllt man das Gerät mit ordentlich Bremsflüssigkeit. Wie man in den Schläuchen sehen kann, ist da ordentlich Bremsflüssigkeit schon drin. Ein Bar ist jetzt vorgedrückt. Und hier haben wir im Prinzip den Anschluss. Und jetzt muss ich mir hier so einen passenden Deckel suchen, der im Prinzip auf diesen Ausgleichsbehälter drauf passt. Den suche ich jetzt aus und dann wird das Ganze oben dran montiert. Ein Satz ist gefunden, der hier ist es. Den schraube ich jetzt hier einfach drauf. Zack, fertig. Jetzt nehme ich das Gerät, stelle es mir hier so ein bisschen beiseite. Schlauch ist lang genug. Wichtig ist, wenn ihr Bremsflüssigkeiten wechselt, schützt eure Lackflächen. Denn, wie gesagt, die Bremsflüssigkeit ist ziemlich aggressiv und greift an. Jetzt mache ich das so, dass ich hier einmal um diesen Dämpfer rumdrum wickle, damit das Kabel auch so ein bisschen hier eine Zugentlastung hat. Jetzt wird das hier einfach draufgesteckt, aufgerastet und jetzt wird der Hahn hier geöffnet. Zack, und jetzt hat das System auch schon Druck. Da man hinten an die Entlüftungsnippel oder an diese Entlüftungsschraube hinten bei dem Audi nicht gut drankommt aufgrund dieser elektronischen Feststellbremse, muss ich das Rad demontieren. Bei allen anderen Fahrzeugen kann man da ganz problemlos von innen reinkommen, aber wie gesagt, bei dem muss ich jetzt leider die Räder auf der Hinterachse abnehmen. Jetzt kann man sehen, wenn das Rad unten weg ist, hier befindet sich dieser Nippel und da ist, der Entlüftungszugang und von innen die Felge, die sitzt ungefähr hier in dem Bereich. Katastrophe, da kommt man überhaupt nicht rein. Also wenn die Felge hier ist, sind zwar 19 Zoller, aber keine Chance. Als erstes nehmt ihr hier einfach diesen Nippel ab. Dann nehmt ihr euch einen Ringschlüssel, das ist jetzt in dem Fall ein 11er. So, den setzen wir mal an. Dann nehme ich meinen Schlauch, setze den Schlauch hier auf. Das wird jetzt ein bisschen friemelig werden. So. Zack, bis Anschlag drauf und jetzt öffne ich das Ganze hier und jetzt müsste die Bremsflüssigkeit hier schon rausschießen. Tut sie auch, jawohl. Und läuft hier in diesen Behälter. Perfekt. So muss das sein. So Leute, was viele auch vergessen, wenn sie die Bremsflüssigkeit wechseln, ganz wichtig ist, hier diesen Kupplungsnehmerzylinder, die Flüssigkeit hier zu wechseln. Da seht ihr hier die Leitung. Ganz einfaches Spiel, ihr müsst die Unterbodenschutzverkleidung abnehmen für das Getriebe. Hier oben ist so ein Nippel, den ziehe ich jetzt einfach mal ab. Dann schaue ich mal, ob das hier auch eine 11er ist. Jawohl, ist eine 11er. Da setze ich, wie gesagt, meinen Schlüssel hier an. Verpasst hier auf, denn das ist alles Kunststoff, nicht, dass ihr die Schrauben überdreht. Jetzt kommt wieder mein kleiner Schlauch zum Einsatz. Und wie gesagt, ich mache das Ganze auch mit diesem Gerät. Was ich euch eingangs gezeigt habe, ist viel einfacher. Ansonsten gibt es auch eine andere Methode, die werde ich euch in einem anderen Video erklären. Okay, jetzt drehen wir mal auf und schauen, was da für eine Brühe rauskommt. Sobald hier keine Luftblasen mehr zu sehen sind, drehe ich das Ganze zu. Wie gesagt, das Kunststoff. Passt auf, dass ihr das Gewinde nicht überdreht. So, Schlauch ab. Jetzt kommt der Nippel wieder da drauf. Und wie man sehen konnte, die Flüssigkeit war ziemlich sauber. Das heißt, das wurde regelmäßig hier an dem Fahrzeug gemacht. Von daher war da jetzt nichts Spektakuläres zu erwarten. In einem anderen Video zeige ich euch das, wie ich das an einem Honda und einem Audi A4 mache, wo das Ganze gute 7 oder 8 Jahre nicht gemacht worden ist. Da bin ich gespannt, wie das ausschaut. Und bei dem Honda gibt es das Problem, dass die Kupplung ja eigentlich noch gut ist, aber die Kupplung rutscht oder schleift im fünften Gang, aber wie gesagt, dazu schaut in die anderen Videos, ich werde es euch unten verlinken und auch am Ende des Videos.